Damit hat niemand gerechnet. Am wenigsten wohl sie selbst. Bei der 56-jährigen US-Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus ist Brustkrebs diagnostiziert worden. Das teilt er unter anderem durch die TV-Serie Veep, bekannte Star, am Donnerstag auf Twitter mit. Jede achte Frau bekommt Brustkrebs. Heute bin ich eine davon, schreibt die 56-Jährige. Weiter schreibt sie ihren Fans, die gute Nachricht ist, dass ich die wundervollste Gruppe an unterstützenden und sich um mich sorgenden Familienmitgliedern und Freunde habe. Sie nutzt ihr persönliches Schicksal auch für eine nachdenklich stimmende Botschaft. Die schlechte Nachricht ist, dass nicht alle Frauen so ein Glück haben, also lasst uns jede Form von Krebs bekämpfen und dafür sorgen, dass eine allgemeine Gesundheitsvorsorge Realität wird. Dreyfus ist erst kürzlich für ihre Rolle in Veep mit ihrem bereits 6. Emmy-Fernsehpreis geehrt worden. Berühmt wurde sie durch die Fernsehserie Seinfeld, die als eine der besten Sitcoms der 90er Jahre gilt. Wir wünschen ihr viel Kraft für den bevorstehenden Weg und schnelle Genesung.